Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video werde ich dir ja meinen Marketing-Mix zeigen, den ich jedem grundsätzlich empfehlen kann, den ebenfalls so abzubilden. Entscheidend ist ja, wenn du mit einem automatisierten System arbeitest, wenn du deinen Sales-Funnel hast, dass du diesen Sales-Funnel auch mit Leben füllst. Denn wenn es dir nicht gelingt, hier Besucherströme auf diese Webseite zu leiten, dann hast du auch keine Interessenten, die durch deinen Funnel durchlaufen und denen du dein Angebot auch unterbreiten kannst. Also das Wichtigste an der ganzen Sache ist immer zunächst mal, dass du dir die Fähigkeit aneignest, hier Besucherströme in deinen Funnel oder auf deinen Funnel zu leiten, dass diese dann ja in zahlende Kunden, Geschäftspartner, Vertriebspartner umgewandelt werden können. So, und ich würde dir von Anfang an empfehlen, einen kleinen Marketing-Mix dir von Anfang an aufzubauen. Sollten aber auch nicht zu viele Traffic-Quellen auf einmal sein, weil gerade wenn du jetzt neu startest, dann kann die Fülle an Informationen ja da echt einen erschlagen, weil allein das Thema Facebook-Ads oder ja bezahlte Werbeanzeigen, das ist auch nichts, was man einfach nur so nebenbei macht, sondern wo man sich auch eine gewisse Expertise dementsprechend ja aneignen muss. Und das geht halt letzten Endes dann durch Tun oder du kaufst dir halt das Wissen durch einen Trainer oder einen Berater dann dementsprechend halt ein, der dich da auch leitet. Genau, also letzten Endes solltest du aber trotzdem schauen, dass du, ich sag mal, Strategien nutzt, die dir sofort kurzfristig Traffic bringen, also kurzfristig Besucherströme hier schnellstmöglich ermöglichen, damit du eben halt Leuten sofort und relativ schnell dein Angebot unterbreiten kannst. Und du solltest parallel aber trotz alledem auch langfristige Strategien fahren, die es dir ermöglichen, zum Beispiel über Content und Inhalte, die du erstellst, in den Suchmaschinen gefunden zu werden und das dann eben halt auch langfristig, weil es ist natürlich immer die Gefahr, dass zum Beispiel mal angenommen, dein Facebook-Werbekonto wird gesperrt und du hast, wenn du jetzt alles nur auf diesen einen Traffic-Kanal ausgelegt hast, dann hast du natürlich in dem Fall Pech, weil von heute auf morgen sofort dein Geschäft zum Stillstand kommt. Das Weitere, das Gleiche kann natürlich bei Google AdWords und jedem anderen PPC-Anbieter dann eben halt auch passieren oder du nutzt halt viele Traffic-Quellen im Bereich Pay-per-Click, wo du dann eben halt auch da das Risiko nochmal streust. Aber es lohnt sich trotz alledem auch langfristig in Inhalte zu investieren, die ja dann über die Suchmaschinen gefunden werden, weil sie dir eben halt auch hier einen stetigen Strom an neuen Interessenten bringen, an neuen Besucher bringen, die dich dann eben halt kein Geld kosten. Und so hast du eben einen vernünftigen Marketing-Mix. Und du solltest natürlich auch schauen, dass du ja aktiv auf Menschen zugehst, weil das ist im Network Marketing eine Kernkompetenz, die du auf jeden Fall dir aneignen solltest und die ist immer von Vorteil, egal über welchen Weg du hier ja deine Kunden gewinnst, weil auch wir im Network Marketing, ja, wir verkaufen ebenfalls auch Produkte, unseren Vertriebspartnervertrag, was auch immer dein Hauptprodukt ist, ja, und von daher ist es durchaus auch wichtig, dass du da als Vorbild für deine Partner vorangehst und denen auch zeigen kannst, wie sie, ja, ich sag mal, direkt auf Menschen zugehen können. So, also wie sieht es jetzt bei mir im Detail aus? Ich nutze zum einen bezahlte Werbeanzeigen, die ich schalte, um Traffic für meinen Funnel zu generieren. Dann nutze ich überwiegend meinen Blog und YouTube als langfristige Quelle, wo ich einen regelmäßigen Strom eben halt an Interessenten generiere. Und ich nutze zum Beispiel auch Viralmailer, werde ich dir auch gleich noch ein Beispiel geben, wie einfach und schnell das Ganze dann eben halt funktioniert. Und das ist auch wirklich für jeden Newcomer und Neuling in dem Bereich möglich, sofort Traffic ja auf seinen Funnel zu bekommen. Und ich nutze natürlich auch die Direktansprache, indem ich eben halt auf Menschen zugehe. Das heißt, ich überlege mir, wo ist meine Zielgruppe, begebe mich dann dorthin, entweder im wahren Leben oder halt eben online und spreche dann dort mit den Leuten und mache halt Networking und nutze dann die Kontakte dementsprechend dazu, sie ebenfalls hier in meinen Funnel hinzuzufügen. Das heißt, erklären an sich mache ich relativ wenig. Diese Hauptarbeit lasse ich dann eben den Funnel erledigen und
Ja, und das ist die Empfehlung, was ich dir ebenfalls geben kann, dass du überwiegend mit Tools und Werkzeugen wie eben deinem Funnel eben, ja, dass du eben darüber arbeitest. Okay, also PPC ist klar, Facebook-Werbeanzeigen, Google AdWords, Bing, wie auch immer, wähl das Medium, was dir darüber am besten passt. Langfristig kann sich ebenfalls lohnen und da möchte ich dir das anhand einfach von meinem YouTube-Kanal einfach mal kurz hier zeigen. Und zwar siehst du hier einen kleinen Ausschnitt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich diese Zeichnung hier wegkriege. So, alle Zeichnungen löschen, jawohl. So, und du siehst jetzt hier einen kleinen Auszug von den letzten 365 Tagen auf meinem YouTube-Kanal und muss dazu sagen, es gibt YouTube-Kanäle, die sind deutlich größer als meiner, weil ich möchte auch mal mit diesem Mythos aufräumen, dass du einen riesen YouTube-Kanal brauchst, um im Network-Marketing Leute zu rekrutieren. Das ist überhaupt nicht der Fall, ja. Du kannst schon mit einem relativ kleinen YouTube-Kanal ja auch regelmäßig Anfragen generieren, indem du ja, indem du halt, ich sag mal, unterhalb deines Videos ja einen Link platzierst, eben zur Opt-in-Seite deines Funnels und dann halt in deinen Videos dann auch darüber oder darauf hinweist, dass dort weitere Informationen zu finden sind. Und natürlich musst du halt den Leuten halt auch Mehrwert geben in deinem Video, dass diese ja das Ganze halt eben halt auch anschauen und als nützlich empfinden. Du siehst jetzt hier in den letzten 365 Tagen 23.465 Aufrufe, Wiedergabezeit 81.913. Wenn du das Video jetzt, ich weiß ja nicht, wann du das Video schaust, das sind die Daten am Tag der Aufzeichnung, dürften jetzt natürlich auch wieder deutlich mehr sein, aber du siehst schon, mit 23.500 Aufrufen in einem Jahr kannst du die Ergebnisse ebenfalls erzielen, die ich dir schon in den anderen Videos eben halt auch gezeigt habe und das ist definitiv möglich. Allerdings wird es halt nicht so sein, egal ob du den eigenen Blog nimmst oder den YouTube-Kanal, es wird nicht so sein, dass du von heute auf morgen darüber sofort Ergebnisse erzielst. Das kann natürlich passieren. In der Regel dauert es aber trotzdem einige Monate, bis du dort kontinuierlich ja, Traffic-Ströme für deinen Funnel dann erzeugen kannst. Aber es ist möglich. Und wenn du das als langfristige Kombination siehst, dass du kurzfristig dir Besucher einkaufst, ja, in welcher Form auch immer, und auf der anderen Seite langfristig Inhalte erstellst, die dann von Suchmaschinen gefunden werden, dann hast du eine optimale ja, Symbiose, du hast einen optimalen Marketing-Mix, weil du zum einen ja, kostenlose Leads über deinen Blog, über deinen YouTube-Kanal generierst und zum anderen dann halt eben auch relativ kurzfristig auch sofortige Traffic-Ströme in Form bezahlter Werbung dann eben ja, auf deine Opt-in-Seiten leiten kannst und so deinen Funnel eben halt sofort ja, Interessenten abwerfen kann. Genau, also wie gesagt, es lohnt sich trotz alledem hier ja Zeit und Engagement mit hineinzunehmen, weil diese Aufrufe, ja, dafür musst du aktiv nichts tun, sondern das sind Dinge, die passieren dann, ich sag mal, im Hintergrund und automatisch. Und gerade wenn man es mal so mit der Telefonakquise vergleicht, wenn du 23.000 Menschen irgendwie deine Botschaft übermitteln müsstest, dann ja, dürfte das doch sehr zeitintensiv sein und wahrscheinlich alleine ja in dem gleichen Zeitraum für dich eben halt nicht machbar sein. Also es lohnt sich auch hier drüber nachzudenken, ja diese Wege dann zu nutzen. Und dann, wie gesagt, nutze ich noch den aktiven Weg, also wenn ich dann tagtäglich noch dann Zeit übrig habe, dann gehe ich auch aktiv auf Menschen zu. Das heißt, ich stelle mir die Frage, in welchen Gruppen, Foren oder auch im öffentlichen Leben, wo treffe ich meine Zielgruppe an und gehe dann dort gezielt hin, um mit Menschen dann eben halt auch in Kontakt zu treten, neue Beziehungen aufzubauen, die Beziehungen dann zu pflegen und zu gegebenem Zeitpunkt natürlich dann auch zu nutzen. Und wenn ich merke, jemand passt ja für mich, für mein Team und hat ebenfalls Interesse an weiteren Informationen, dann geht die Person halt ebenfalls in den Funnel und dann lasse ich den Funnel die Arbeit machen. Genau, also
Mehr ist es im Prinzip nicht. Jetzt möchte ich dir aber noch eine Trafficquelle zeigen, die ich gerade Newcomern sehr empfehlen kann. Und zwar ist das die Arbeit mit viralen Mailern. Ja, und ich persönlich nutze das ebenfalls hier speziell viral URL. Man hört ja einiges darüber, viele verteufeln das als Spam-Schleuder etc. Für mich hat sich viral URL bis jetzt immer gelohnt, ja, weil ich mit jedem Mailing, und ich muss dazu sagen, ich gebe mir jetzt nicht mal sonderlich Mühe bei den Mailings, weil ich oft auch verschiedene Sachen halt einfach mal teste. Aber aktuell ist es so aus Zeitgründen, dass ich ja 5 E-Mails habe, die ich immer in abwechselnd halt an die Liste rausschicke. Aber selbst da ist es so, dass ich ja mit jeder Aussendung an einer Mail dann eben, ja, das Schlechteste, was ich mal hatte, waren 5 Leads, ja, was die Eintragung war. Aber natürlich sind da auch deutlich mehr Leads möglich. Genau, also wie kannst du dich jetzt bei Viral URL einmelden? Zeige ich dir kurz. Du findest unterhalb des Videos findest du einen Link. Klick da drauf, dann landest du auf dieser Seite und du kannst jetzt hier einfach deinen Vornamen, deine E-Mail-Adresse eingeben und kannst dir dann quasi einen Gratis-Zugang sichern. So, und jetzt kommt eine kleine Besonderheit und da würde ich dir jetzt empfehlen, auch das so zu machen. Nachdem du dich angemeldet hast, gibt es ein einmaliges Angebot und das ist kein Marketing-Gag, sondern es ist tatsächlich so, du wirst also dieses Angebot nicht mehr günstiger dann kriegen. Und zwar ist es dann pro Jahr 197 Euro und dieses Angebot solltest du machen, weil wenn du dieses Angebot annimmst, dann kannst du für 197 Euro im Jahr alle 3 Tage an 3000 Mitglieder von Viral URL eine Mail versenden, ja, und kannst dann eben dort dein Angebot unterbreiten oder die Menschen halt eben auf deine Landingpage, deine Lead-Capture-Seite, deine Opt-in-Seite quasi leiten und so Leads generieren. Und selbst wenn du, ja, ich sag mal nur 5 Leads, ja, mit jeder Aussendung kriegen würdest, ja, dann hättest du, wenn du das kontinuierlich machst, ich sag mal alle 3 Tage 5 Leads, rechne das mal hoch aufs Jahr, teilst durch die 197 Euro und dann wirst du feststellen, dass du einen wirklich wahnsinnig guten Leadpreis erzielst bei der ganzen Sache. Und lohnt sich also definitiv. Dazu gibt es hier noch ein Affiliate-Programm. Das heißt, du kannst dann auch sofort, wenn du das Ganze dann eben halt weiterempfiehlst, auch bis zu 100 Euro pro Upgrade quasi an Provision erzielen. Und du siehst, mit 2 Upgrades wärst du dann, also beim maximalen Upgrade wärst du dann bei 200 Euro und hättest diese Werbemaßnahme dann schon für umsonst. Und jetzt ist halt einfach die Frage, traust du dir zu, 2 Interessenten im Jahr für Viral URL eben halt zu gewinnen. Okay, du hast dich angemeldet, hast das Upgrade gemacht. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, dann kannst du hier über die Funktion E-Mails verwalten, System-Mailer, quasi deine Mails versenden. Und du siehst jetzt hier, ich kann leider aktuell keine versenden, erst wieder am 21.03., weil ich eben halt schon gerade vor kurzem eine Mail rausgesendet habe. Zeig dir aber trotzdem, wie das Ganze sehr einfach funktioniert. Und zwar hast du hier die Möglichkeit, eben an diese 3000 Mitglieder quasi eine Mail zu versenden. Du machst ganz normal hier deine Betreffzeile rein. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, schon ein paar, die dann immer im Speicher drin sind und jetzt kann ich hier das quasi einfach auswählen und könnte jetzt hier mir das Ganze nochmal anschauen, ob die Links dann auch funktionieren, ja, ob das Ganze passt. Und dann hätte ich hier jetzt am 21.03. wieder die Möglichkeit, hier auf E-Mail absenden zu gehen und das war's schon. Und dann erreicht diese Nachricht eben an 3000 Mitglieder und kann dann dementsprechend entweder ein Produktangebot machen, einen Verkauf tätigen darüber oder halt eben, was ich dir empfehlen würde, einen neuen Lead
generieren, ja, oder mehrere neue Leads in dem Fall generieren. Also wie du siehst, ist kein Hexenwerk, ist super einfach und es ist für jeden möglich. Wie gesagt, das funktioniert allerdings nur, wenn du dann auch dieses einmalige Angebot dann tatsächlich annimmst. Du kannst natürlich auch ein monatliches Package nehmen, allerdings wird es dann eben halt wieder teurer. Von daher würde ich dir empfehlen, wenn du mit diesen viralen Mailern arbeiten möchtest, ich habe bis jetzt immer gute Erfahrungen damit gemacht, dann solltest du aber dieses Angebot definitiv annehmen, weil das ist, wie gesagt, kein Marketing-Gag, sondern es kommt tatsächlich nicht mehr. Okay, ich hoffe, das Video war für dich hilfreich. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk auch gerne teilst. Ansonsten findest du jetzt unterhalb des Videos auch den Link zu Viral URL, wo du dich dann anmelden kannst. Wenn Fragen sind, komm gerne auf mich zu. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Ciao, ciao.